Moin, moin, liebe Leutchen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Deponia, der erste Teil. Und ja, ich war mir anfangs erst ein bisschen unschlüssig, ob ich Deponia Let's Play oder nicht. Und ja, jetzt tue ich es halt nicht, Let's Playen. Ich hatte auch andere Games wie Limbo, hatte ich auch einen Sinn gehabt, weil mir das jemand vorgeschlagen hat, und ja, war ich jetzt ein bisschen unschlüssig. Vielleicht mache ich das als nächstes Let's Play, mal sehen. Aber jetzt Let's Play ich erstmal Deponia. Und ja, das haben sich auch einige gewünscht. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich habe das auch nicht gespielt hier, das kann ich auch weiter spielen drücken. Und hier LAN speichern. Es ist keine Datei vorhanden, dass wir hier auch weiter spielen können. Sehr gut. Dann sagen wir mal, fangen wir mal an mit Let's Play Deponia. Ja, jetzt. Will das Inventar. Nee, wir machen es mit dem Mausrad. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ja, gut, dann machen wir jetzt hier mal ein Tutorial. Ist doch eigentlich nur ein Click-Adventure, oder? Na gut. Linksklick hat er gesagt. Kann man hier irgendwas noch? Das ist, unauffällige Ausbarung, Knopf, Schrottpresse. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Ja. Hier können wir das überspringen. Nee, überspringen will ich das nicht. Oh, Gin. Hier oben. Ja, doch. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Ja, doch. Na gut. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie erkläre ich denn das? Wie man jemanden anspricht. Genau. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man jemanden anspricht. Nein, wie man ein Objekt. Wie man ein Objekt ansieht. Genau. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Na gut, dann schauen wir mal hier rauf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Linksklick. Okay,
Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Okay, und hier haben wir das Inventar. Da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja klar, mit Rechtsklick. Also, machen wir mal Rechtsklick. Dann machen wir drin. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Na gut, nehmen und so. Das kennen wir ja schon aus Harvest Neue Augen und Edna. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ja, siehst du, wir haben ein Ersatzteil. Sieh her, Wenzel. Achso, das hatten wir gerade. So. Das müssen wir wahrscheinlich hier ein. Genau. Ha, es passt. Als nächstes musst du. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Warte mal. Warte mal. Schrottpresse. Knopf. Schrottpresse. Rufus. Knopf. Da weiß ich doch schon, was passiert. Na gut, drücken wir mal. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken. Und schon... Bob. Ich wusste es. Ach, ich liebe Tutorials. Ja. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg. Deponia. Sind das schon die Endcredits? Oh, Krabbelgruppe. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ja, gut, dann fangen wir mal wirklich an, das Let's Play hier zu spielen. Tja, wir sind hier der Rufus und ja, sind auf einer Art Müllplaneten. Und ja, im Hintergrund ist irgendwie keine Musik. So ist da keine Musik. Einstellung. So. Machen wir mal so. Weiterspielen. Tatsächlich keine Musik. Was können wir denn hier? Fernrohr. Koffer. Toilettentür. Postmenstruale Memo, aha. Hausapotheke. Tonis Zimmertür. Hinter Tonis Hütte. Truhe. Öldose. Und ein Schweißgerät, ah. Wozu brauchst du ein Schweißgerät hier? Ticket zum Wohnbereich, aha. Gucken wir uns erstmal das hier an. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen.
Ah, macht das Gleiche. Egal, ob ich es ansehe oder nicht. So, dann Koffer. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Machen wir mal auf. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Okay. Oh, alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja, die würde ich ja gerne mal sehen wollen. Aber die können wir nicht sehen, schade. Alles, Truhe. Was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Na gut, gucken wir mal rein. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ja, okay, gut. Dann lassen wir die zu und lassen sie einfach stehen. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Okay, dann nehmen wir sie mit. Haben wir. Das könnte nützlich werden. Gut, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Haben wir hier noch irgendwas? Da. Wir haben hier nichts. Gut, dann runter. Hier ist der Wunderreich. Toni. Wer ist Toni? Werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Kühlschrank, zickige Memo. Mistige Memo. Luftgitarre. Er spielt Luftgitarre. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Okay. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Fragt sich nur, warum. Wenn man die ganze Zeit die Pflaster aufbraucht, wer weiß. Oh, da haben wir die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Er ist so grün. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ernsthaft? Wie muss ich das gerade feiern? Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Okay, hier haben wir noch eine Spinntür. Boah, was für eine Plörre. Okay. Gucken wir uns mal die postmenstruale Memo an. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toilettentür. Was können wir hier machen? Ach, da ist noch was. Ach, da ist der Pömpel. Das könnte nützlich werden. Ja, dann nimm das. Sehr gut. Pömpel? Achso. Bin jetzt so ein bisschen von Edna und Harvey gewohnt, dass das hier unten immer ist. Pömpel. Zettel. Gut. Was ist eigentlich in der Spinntür? Haben wir den Seitenschneider? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir das ja doch. Und hier oben haben wir Waschmittel. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt. Gut, nimm was mit. Wer weiß. Spinntür zu. Gucken wir mal in die dunkle Ecke. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, komm zu Papa.
Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Mich stört es aber gerade, dass ein bisschen keine Hintergrundmusik ist. Vielleicht tue ich da ein bisschen was vertonen oder so. Mal sehen. Was können wir dazu nutzen? Also den Seitenschneider haben wir ja schon mal. Handschweißgerät. Zettel. Vielleicht finden wir ja da noch was. Ich kann mal jetzt mit nichts machen. Toilettentür. So. Ich würde gerne weiter runter gehen. Spüle. So. Jetzt sind wir hier. Nervige Memo. Also hier sind überall solche Zettelchen dran. Mantel. Zickige Memo, Kühlschranktür. Spüle. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Hast du dir... Tropfen das Wasser. Kann man das kombinieren? Oh, stimmt so. Kann man sogar selbst so kombinieren. Wow. Mit Waschmittel. Was ist damit? Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Okay. Pumpe. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. So, gucken wir nochmal die Liste. Das haben wir ja. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, warum auch immer. Ah, da können wir verlassen. Zahnbürste, Socken und Proviant. So. Gucken wir uns die mal an. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Hier ist noch eine Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat... Kennen wir schon? Upp, die Gabel nehme ich gerne mit. Ich bin es so gewohnt, da immer nach unten zu gehen. Das ist ein bisschen ruhig. Gefällt mir irgendwie gerade gar nicht. Hier haben wir auch noch eine zickige Memo. Nehmen wir die aus gleich mal mit. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Tja, das frage ich mich auch langsam. Eine gelbe Socke. Wie ist die da bloß hingekommen? Upp, nehmen wir. Eine Socke haben wir. Können wir nur rausgehen? Voll gekrümeltes Sofa. Doch der Kaktus, jetzt der Ofen haben wir hier noch. Eine nervige Memo. Ich sehe gar nicht, so, Toni hat... Machen wir hier. Boah, was für eine Plörre. Mal sehen, was kann man hier noch reinschmeißen? Momentan können wir nichts machen. Dann nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Immer Proviant zum Essen da. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Warum Behälter? Hier haben wir noch das Altöl drin. Gucken wir mal weiter. Also momentan ist nichts großartig hier passiert, aber... Brauchen hier irgendwas? Ja? Wieso nimmst du es nicht? Momentan ist ein bisschen... Ja. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. War nicht was... Altöl? Geht das? Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Okay, merken wir uns. Plan B. Gut, vielleicht können wir das hier reinschmeißen. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Oh, er kann. Er hat was gemerkt. Okay, wir haben jetzt nichts.
Es nimmt irgendwie nicht an hier. Ich weiß nicht, warte mal, ich tu mal kurz die Maus kurz rausmachen. Und wieder rein. Ist ja nicht irgendwie spack gerade ein bisschen die Maus. Ja, komm. Die Zettel jetzt verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Also brauchen wir mehr Zettel. Schade. Was können wir noch machen? Uiuiui. Haben wir noch irgendwas hier gesehen? Wir machen jetzt mit Kühlschranktür zu. Bob. Eine Kammer. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay, kommen wir da. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Na gut. Dann haben wir hier noch einen Mantel. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ja, dann gucken wir uns gleich mal das an. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Jetzt haben wir zwei Socken. Kann man die verbinden? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ah. Elysium, was ist das wohl? Wie gesagt, ich habe dieses Spiel noch nicht einmal gespielt gehabt. Ich habe zwar mal kurz beim zweiten Teil Chaos auf Deponia habe ich mal kurz reingeschaut, die ersten zwei Folgen. Aber weiterhin habe ich mir eigentlich nichts geschaut hier. Das gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Tonis Zimmertür. Gut, können wir die nochmal zumachen? Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Okay. Gut, ich frag lieber nicht. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja gut, kommen wir da nicht mehr weiter? Nee. Hinter Tonis Hütte. Na gut, ja los. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Na gut. Irgendwie müssen wir da jetzt die... Vielleicht klappt das ja. Dunkle Ecke. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Wie kriegen wir die da runter raus? Topf und Waschmittel? Vielleicht damit? Also es... Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Also momentan, also es hakelt ein bisschen hier. Also ich kann auch kaum was klicken. Entweder liegt es am Spiel oder so? Ich weiß es jetzt nicht. Aber was können wir da machen? Gabel? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Ach, Mensch. Put, 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 komm zu Papa. Ich brauche wohl... Wir brauchen irgendwas Besseres da. Nee, komm mal hier runter. Gehen erstmal vor die Tür. Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nichts. Mist. Wie kommen wir da jetzt so weiter? Mensch. Pömpel, vielleicht geht es ja in der Spüle. Ich kann das manchmal nicht richtig klicken. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Pömpeln. Gut. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch Toni hatte. Komisch, was können wir da machen? Reichen die Zettel jetzt so? Jetzt müssten wir einiges haben. Und rein damit. Ah, sehr gut.
So, Memo ist im Ofen und anzünden. So, Ofen schließen. Mach zu. So, die Rohre gehen da oben lang. Mal sehen, wo es hinführt. Aber ich weiß, wie gesagt, nichts, wie es weitergehen soll. Jetzt haben wir den Ofen angemacht, bis hier ein bisschen wohlig warm ist. Ich gehe mal oben rein wieder. Vielleicht können wir den Seitenschneider schon mal reinlegen, Koffer. Ja. Seitenschneider, warum auch immer, check. Hammer. Socke 1. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ah, okay, gut. Dann brauchen wir noch eine andere Socke. Proviant haben wir jetzt erstmal nicht. Das andere war... Was war das nochmal? Socken, Zahnbürste, genau. Da können wir nichts machen. Kann man... Ah, sehr gut. Da hinten haben wir noch was. Kissen. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Nehmen wir mit. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ja, so kann man auch. Wie ist die da bloß hingekommen? Na gut, nehmen wir mit. So, jetzt haben wir eine grüne, eine blaue und eine gelbe. Ja, ich kann das manchmal überhaupt nicht nehmen. Das sind immerhin schon mal zwei Socken, aber ich will... Kann man hier noch irgendwas machen? Die Truhe kann ich überhaupt nicht öffnen, die will er ja auch nicht öffnen. Das ist die Kiste, bevor er... Ich will sie nicht, ich will keine... Gehen wir nochmal runter. Bleibt doch immer ein bisschen haken, also ich weiß nicht, woran es momentan liegt. Na gut, kann man vielleicht... Nee, warte mal jetzt. Mache ich die Klotür auf. Können wir da ein bisschen pömpeln. Nö. Kann man hier vielleicht pömpeln. Da gibt es leider nicht Schaden. Schade. Dunkel in Ecke kann man auch nicht pömpeln. Vielleicht mache ich erstmal die Tür zu und dann tue ich nochmal versuchen. Ja, ich will... Mensch. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Okay. Eieiei. Dann Waschbecken. Ich kann das nicht richtig klicken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Gut. Aber wozu brauchen wir eine Gabel? Also ich bin momentan ein bisschen... aufgeschmissen hier. Gut, gehen wir nochmal runter. Also wir müssen hier wirklich in dem Haus was tun. Oh weil, habe ich mir ja wirklich was vorgenommen hier. Vielleicht? Gabel? Ja, das ist eine... Gabelkammer? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hebel, Schade. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir können auch nichts färben oder so. Waschmittel. Das Kühlschrank aufmachen. Das reinstellen. Warum sollte ich den Kühlschrank? Es gibt doch eh... geht auch nicht. Kann ich nichts machen. Kühlschranktür zu. Also ich bin momentan ein bisschen überfragt und ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen.
Vielleicht haben wir noch ein bisschen was im Mantel? Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja auch. Gut, haben wir nichts. Vollgekrümeltes Sofa, wir haben aber keinen Behälter. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ja, die Dose würde ich ja gerne haben. Kann man das vielleicht? Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so... Gerne pömpel. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Gut. Es muss eine bessere Methode geben, Socken zu stopfen. Ich kenne sie nur nicht. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das ergäbe sicher ein... Ja, ist schade. Doch was. Also ich probiere hier mal ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ja doch irgendwas. Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Okay. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni... Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Oh, was ist das? Das ergäbe sicher... Ach, schade. Ist doch was... Ist wieder das Gleiche. Ja, mit den Socken können wir auch nicht viel anfangen. Also es ist mir momentan ein bisschen... Irgendwas muss ich hier noch machen. Kann ich irgendwas im Mantel reinstecken? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Hier vielleicht Ölflecken drauf. Da sind schon genug Öl. Hier in die Spüle. Und weg damit. Ah. Eine leere Dose. Jetzt die Krümel mitnehmen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, Proviant. Haben wir. Sofa. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Gut. Haben wir das auch erledigt? Der Ofen. Jetzt können wir da noch irgendwas braten oder so. Vielleicht den Topf mit Waschmitteln? Vielleicht können wir das ja auch... Ne, warte mal. Erstmal Ofen öffnen. So, dann rein mit dir. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. An welche Herdplatte? Keine Ahnung. Ach, hier oben. No, auf die Herdplatte, bitte. Oh, jetzt köchelt's. Aber... Socke, kann man die vielleicht reinschmeißen? Ich bin... Oh. Machen wir gleich noch eine Socke? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Bob. So, tun wir die auch noch reinschmeißen. So. Ja, no. Können wir das vielleicht umrühren? Das wäre natürlich praktisch jetzt. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Oh, jetzt haben wir ein Sockenpaar. Sehr gut. Fehlt uns bloß noch die Zahnbürste. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Was ist passiert? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ja, das ist heiß. Machen den Ofen zu wieder. Gut, keine Köcheln. Gut, dann haben wir schon mal zwei weitere Dinge. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. So, nach oben und geben erstmal schon mal die zwei anderen Dinge ab. Dieses Sockenpaar. Blub. Socken, check. Und das Proviant. Proviant, check. Check. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang.
Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Okay, was passiert, wenn ich das... Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Das ergäbe sicher ein grandioser... Okay, gut, das hatten wir schon. Gut. Vielleicht... Warte mal. Ist das, wenn ich die Wasabi dahin packe? Vielleicht klappt es ja. Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Ja, klasse. Was soll ich denn da für eine Falle nutzen? Handschweißgerät? Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Ah, aber Mist. Waschbecken. Was soll ich denn hier für eine Falle aufbauen? Kann ich da vielleicht den Pömpel nutzen? Mit dem Top? Bitte, 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 bitte. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Oh. Die Wasabi ist der Köder. Aber wie nutzen wir die? Haben wir hier noch eine Kleinigkeit? Sofa? Das hatten wir ja schon alles durch. Die Kammer können wir nicht öffnen. Herdplatte. Ja. Autsch! Das ist ja heiß. Topf. Das ist ja... was können wir da machen? Liste, Pömpel, Handschweißgerät, vielleicht können wir da was machen? Der brennt doch schon. Brennt schon, ja, ich weiß. Die Kammer aufbrennen? Damit kriege ich die nie auf. Jetzt war angebrannt. Ja, dann für bestimmt Pömpel, genau. Mauseloch? Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Na gut. Haben wir was Schönes? Ja, wir haben eine Mausefalle. Das können wir doch gut kombinieren. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ja, wir haben eine Falle mit Köder. Dunkle Ecke. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ja, yeah, Bürstenjäger. Wir haben eine Zahnbürste. Und damit ab schnell nach oben. So. Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Ich scheine alles zu haben. Hey. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Den Seitenschneider? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? So. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen.